Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahmesession zur derzeitigen Lage von diesem Kanal. Mittlerweile mitgekriegt, dass ich ja ein bisschen inaktiv war. Ist aber okay, wird die Tage wieder was hochgeladen. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass ich jetzt folgende Projekte abgebrochen habe aus rein Interessenkonflikt, sag ich mal. Und zwar Fire Emblem habe ich aufgegeben. Also ich habe gesehen, dass die Views ausblieben, dass sich das euch nicht so richtig interessiert und ja, dass das einfach stehen geblieben ist. Was ich schade finde, aber so kann ich auch das Spiel mir selber sozusagen, naja, selber finden und auch mir selber Spaß wieder machen, weil ich kann es dann halt wirklich komplett durchspielen, ohne irgendwie in Bedrängnis zu kommen, hey, du darfst es nicht durchspielen, du musst warten, bis du es aufnehmen kannst und dann halt so weiter und so weiter und so weiter. Also ich kann es dann wirklich genießen, das Spiel, und das finde ich eigentlich zum einen ganz gut, zum anderen finde ich es aber auch schade, dass es halt nicht so gut ankam, aber ist auch ein bisschen älter, ist auch kein Nischenprodukt, sag ich mal. Und da kommen wir zum nächsten Projekt, was ich jetzt aufgeben werde, ist Shin Megami Tensei 4. Ich habe lange überlegt. Es ist wirklich jetzt schon ein paar Monate her und ich habe immer noch keinen Bock auf diese Scheiß-Quests. Ich habe keine Interessen, das Spiel durchzuspielen, ehrlich gesagt. Ich habe schon die Enden gesehen. Die kann man auf YouTube sich anschauen, aber es ist einfach nur ein Abbruch, sage ich mal. Also das ist einfach nur eine Qual, wenn ich das jetzt wirklich zu Ende machen würde. Und das will ich nicht. Ich will mich nicht dazu quälen. Und deswegen habe ich ja auch versprochen, dass wir Apokalypse machen, den Nachfolger. Ich habe, wie gesagt, habe ich die Enden schon gesehen und wir sind eigentlich schon fast am Ende gewesen. Und daher können wir auch mit Apokalypse starten und sozusagen den Nachfolger spielen, da wir das Fachwissen rund um das Spiel noch haben werden. Ich werde wahrscheinlich wieder irgendwelche Sachen nicht kapieren und keine Flash-Momente haben. Oh, scheiße, das war im ersten Teil so und so. Und ach ja, das war ja so und so. Und dies und das und das. Aber ich habe Apokalypse schon gekauft. Für meinen 3DS. Und ja, werde es auch spielen. Werde es auch Let's Playen. Da werde ich heute ein paar Parts aufnehmen. Bin gespannt. Und wie ich das ja versprochen habe, ich werde einen Magier machen. Ihr wolltet einen Magier, ihr kriegt einen Magier. Fickt euch. Monetarisierung vorbei. Ist ja sowieso kein Monetarisierungskanal mehr. Ja, also da werde ich das dann Let's Playen. Apokalypse, da könnt ihr euch freuen. Ihr könnt euch aber auch noch auf ein neues Projekt freuen. Wenn wir jetzt zwei Projekte aufgegeben haben, gibt es ein neues Projekt. Was aber noch nicht kommen mag, das wird noch ein paar Tage dauern, ein paar Wochen. Und zwar Legend of Heroes Trails of a Cool Steel. Und zwar machen wir da eine ganz besondere Reihe. Und zwar möchte ich euch ein bisschen was erklären über dieses Spiel. Also ich möchte euch die Hintergrundstory, die Lore erklären. Und da bin ich derzeit dabei, mir ein bisschen was reinzulesen. Ich habe den ersten Teil, gespielt, also fast durch. Naja, gut, fast durch. Was heißt fast durch? Ich muss noch zwei Kapitel spielen. Und dann wäre ich durch. Das Problem ist aber, dass ich dieses Let's Play noch nicht synchronisiert habe. Das bedeutet, dass ich noch nicht drüber gesprochen habe. Ich habe das einfach so als Walkthrough, sag ich mal, derzeit auf meiner Platte. Und da werde ich noch drüber sprechen, da ja einige Szenen nicht mit Voice sind. Oh, tut mir leid. Nicht mit Voice sind. Und das lässt sich halt dann noch beheben, wenn man halt drüber spricht. Das Spiel ist dann auf Englisch, werde ich aber übersetzen. Hoffentlich. Vielleicht. Mal gucken. Ihr werdet es ja sehen. Und ja, also das Spiel möchte ich dann halt wirklich Let's Playen. Ich möchte die komplette Story euch erklären und auch die Hintergründe. Und also die wirklich die Lore und ich hoffe, dass da mehr der Anreiz ist, ein bisschen da mit einzusteigen, euch das ein bisschen mit reinzuziehen mit mir, weil
dieses Spiel ist, also ich habe ja jetzt, ich bin jetzt wirklich im Kapitel 5 vom ersten Teil. Das ist, ohne viel zu sagen, relativ weit hinten im Game, weil es gibt nicht viele Kapitel, aber die sind ziemlich lang, die Kapitel. Also von daher, stellt euch das Spiel oder die Spielreihe einfach als Anime vor, würde ich mal sagen. Ja, also als Anime würde ich das schon fast sagen. Im ersten Spiel geht es mehr darum, um die Hauptcharaktere kennenzulernen. Im zweiten Spiel geht es dann ein bisschen um was anderes. Im dritten, ihr merkt schon, ich möchte nicht spoilern. Im dritten Teil gibt es dann halt wirklich um die Luzi und im vierten Teil wird dann halt alles abgeschlossen. Ihr merkt schon, ich rede hier vom ersten, vom zweiten, vom dritten und vom vierten Teil. Wir werden wirklich alle vier Spiele durchspielen und ich hoffe, dass wenn ich beim dritten angelangt bin, dass der auf Englisch da ist. Ich habe den zwar auf Japanisch wirklich hier, der liest hier wirklich. Und ich möchte aber nicht jetzt Japanisch übersetzen. Das dauert ein bisschen länger als Englisch. Also es geht, aber es dauert länger. Und das wird dann halt immer schwieriger. Und ich hoffe, dass es wirklich dann da ist. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Spielen wir die japanische Variante und ja, dann müssen wir es halt so übersetzen. Oh, das wird dann richtig lustig. Aber die dritte Version sieht ziemlich gut aus. Ich habe sie schon mal reingelegt in die PlayStation. Sieht ziemlich geil aus. Und wirklich ein Unterschied zur ersten Version. Und wir werden da wirklich die komplette Lore erklären. Also ich versuche es zu erklären, falls ihr denn halt noch irgendwelche wichtigen Daten habt zum ersten Teil. Zum ersten Teil. Ich sage mal zum ersten Teil. Ohne Spoiler zum zweiten Teil. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oder mir per Nachricht schreiben. Da müsst ihr auf meinem Kanal gehen und dann auf Nachrichten senden. Also Kanalinfo. Und dann könnt ihr da auf Nachricht senden. Könnt ihr da mir eine Mail schicken. Wenn ihr halt jetzt hier nicht spoilern wollt in den Kommentaren. So. Also da wisst ihr Bescheid, dass dann halt wirklich Legend of Heroes 1 kommt. Ich bin noch am Bearbeiten des ersten Parts. Also ich versuche wirklich die Parts so kurz wie möglich zu halten, so 20 Minuten. Ich habe auch schon einiges rausgeschnitten, ein paar Wege, weil ich einfach dieses Video so, also so ein bisschen actionlastiger halten möchte. Und ja, das Problem ist auch, dass wir sozusagen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Scheiße. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Aber dann wisst ihr halt Bescheid. Legion of Heroes kommt jetzt auch noch. Mit Trails of Cold Steel. Und ich hoffe, ich habe echt Bock drauf. Also ich werde jetzt heute auch noch ein paar Stunden so aufnehmen, Walkthrough-mäßig, weil ich einfach Bock drauf habe. Also es macht wirklich Spaß und ich hoffe, ihr werdet dann auch ein bisschen Spaß haben an dieser geilen Serie, also an diesem Spiel, weil das gibt auch eine Besonderheit. Und zwar macht dieses Spiel einiges richtig. Und zwar macht es Folgendes richtig: Du hast eine Story, die unglaublich erzählt wird und du hast auch also deine NPCs in der Stadt, die bewegen sich. Also die bewegen sich jetzt nicht von A nach B, sondern bewegen sich geschichtlich. Das bedeutet, es ist halt, also das Spiel ist so aufgebaut, dass du in Tagen spielst, also du hast dann halt bestimmte Tagesaufgaben und machst sie dann und dann kommst du zum nächsten Tag und so weiter und so weiter und so weiter. Und die NPCs, also reden wir jetzt von A, also Person A ist am ersten Tag im Garten und macht so sozusagen die Felder, also pflügt die Felder im Garten. Felder pflügen, ja. Also macht halt die Blumen und am nächsten Tag ist er in der Kirche und betet. Dann ist er am dritten Tag ist er bei seiner Großoma und redet mit dir und hilft dir. Und beim vierten Tag ist er dann wieder im Garten und regt sich auf, warum keiner seine Blumen gegossen hat. Und am fünften Tag geht er zu seiner Großoma und beschwert sich, dass seine Blumen kaputt sind. Also und so weiter und so weiter. Dieses Spiel macht so viel richtig, was Leben in der Stadt auch zeigt. Also das ist unglaublich. Das habe ich noch nie bei einem Game gesehen. Nicht mal bei Skyrim war so ein Scheiß. Wobei ich habe Skyrim nicht lange gespielt, ehrlich gesagt. Aber egal.
Also das macht diese Spielereihe wirklich ziemlich geil, weil die NPCs, die wechseln einfach ihren Tagesrhythmus. Also komplett. Die haben wirklich jeden Tag was anderes zu tun. Und das finde ich unglaublich. Das ist eine Arbeit, das glaubt ihr gar nicht. Also das ist unglaublich. Also das hat mich wirklich geflasht, als ich das zum ersten Mal gemerkt habe. Oh geil, der ist ja woanders, der Charakter. Und ja, ich will jetzt auch nicht lange um den heißen Brei reden. Also ihr habt jetzt auch mitgekriegt, ich bin begeistert über dieses Spiel. Ich werde das Spiel Let's Playen und euch ein bisschen die Lore erklären. Ich hoffe, da kommen wirklich viele wieder neu dazu und haben auch Bock da einige Leute drauf. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in den nächsten Teilen von Shin Megami Tensei Apokalypse und dann würde ich nicht auf Heroes. Und vielleicht auf Knights of Azur. Das ist immer noch nicht abgeschlossen. Also es ist auch noch nicht. Es ist auch nicht weg. Also es kommt wirklich wieder. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Das ist nicht abgebrochen. Es ist nicht abgebrochen, dieses Let's Play. Knights of Azur ist nicht abgebrochen. Wir wollen die großen Brüste wiedersehen. Was? Egal. Ja, das war so ein kleines Statement, hat leider wieder 10 Minuten gedauert, aber könnt ihr könnt ihr einfach zuhören als MP3 sowieso. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Shin Megami Tensei Apokalypse oder bei Legion of Heroes, Trails of a Cold Steel. Bis dann, tschüss.